Hallo, herzlich willkommen zurück bei Forza Vista der Scheunenfunde. Und ihr seht es im Hintergrund schon, heute müssen wir aufpassen zwecks der Holzwürmer, denn wir schauen uns einen Ford Station Wagen an. Also ganz genau heißt nur der Super Deluxe Station Wagen, 1946er Baujahr. Und da werfen wir jetzt einen Blick drauf, was es über dieses Fahrzeug zu erfahren gibt. Henry Ford hat nicht nur die Autoindustrie verändert, er hat Amerika verändert. Er hat die Welt verändert. Er hat in den 1890ern übrigens als Ingenieur für Thomas Edison gearbeitet, also wusste er über das Erfinden Bescheid. Er hatte außerdem einen äußerst ausgeprägten Geschäftssinn. Die berühmte von ihm perfektionierte Technik der Produktion am Fließband war nicht nur der beste Weg, Autos zu bauen, sondern sorgte auch dafür, dass normale Leute sie sich leisten konnten, was seinen Markt noch größer machte. Er ist vielleicht eine interessante historische Persönlichkeit, aber man kann nichts gegen das Imperium sagen, das er hinterlassen hat. So, das haben wir über Ford schon gehört. Beim anderen Ford Swiss Fahrzeug macht aber nichts. So, dieser Wagen ganz spannend, wie man sieht. Ja, also hier mit sehr viel Holz verbaut, sehr viel Holzakzente hier beim Aufbau. Also ich als Fünftürer und hat so knapp 91 PS. Das sind die Mörderleistung, aber für damalige Zeiten war das schon nicht schlecht. Verbaut ist übrigens eine 3,7 Liter Maschine. So, wir machen mal alles auf und schauen nochmal rein. Diese spitze Motorhaube ist auch ganz interessant. Ich hoffe, wir können jetzt überhaupt reinschauen. Ein bisschen reinblicken können wir. Und auch hier oben in der Mitte haben wir einen Luftfilter und zwei Schläuche, die da ganz markant vom Kühler runterfahren. Ja, ansonsten hier, wenn wir es eben sehen, hier. Eine Sechszylindermaschine. Eins, zwei, drei. Was ist hier? Ein Zündkabel links, oder? Es könnte sogar sechs Achtzylinder sein. Sieht das ist richtig? Der Achtzylindermaschine. Da hinten ist noch einer, der sich versteckt. Gut, bei 3,7 Liter. Heckantrieb mit Dreigangschaltung. Das ist eigentlich sehr spannend. Sehr viel Auswahlmöglichkeiten bei der Schaltung. Spitzengeschwindigkeit knappe 121 km/h. Also ein Rennwagen, aber für damalige Zeiten wirklich schon nicht schlecht. Und natürlich ein praktisches Vehikel, weil viel Platz war natürlich. Aber es ist schon bei den Sitzbänken, von Sicherheit hat man damals noch nicht geredet. Auch sieht man hier keine Gurte. Nur hier links auf der Rücksitzbank ein bisschen so eine Lehne. Ja, da vorne sehen wir schon Gurte, schauen wir das an. Auch wenn es hier so normale, ja, keine Haargurte sind, sondern einfach halt so, ja, so Bänder, die man irgendwie dann rübergelegt hat. Hinten noch eine Sitzbank dazu. Also ordentlich viel Platz, also ein gutes Familienmobil, wenn man sich leisten konnte. Hier hinten sieht man die Gurte dann durchgehen, also wie man sich da auch immer angeschnallt hat, so Beckengurte, wenn es einfach sein irgendwie. Aber keine Ahnung, wir steigen einfach mal ein. So, Türe zu, wieder typisches großes Lenkrad. Fensterheber mechanisch und links der Außenspiegel auch wieder mit so einem kleinen Hebel zum Verstellen, wenn mich das nicht täuscht. Das Cockpit da mit diesen großen runden Anzeigen. Pedale unten, die runden, Gaskupplung und Bremse. Das ist natürlich das längliche. Dreigangschaltung ist übrigens am Lenkrad rechts, da sieht man es, ich ein bisschen rüber schauen, da sieht man den kleinen Knopf. Also eine Lenkradschaltung finde ich gar nicht so schlecht zum Fahren. Also habe ich meinen Lieferwagen gehabt in der Firma, der hat auch eine Lenkradschaltung gehabt, eine normale Fünfgangschaltung, Lenkrad. Ist gar nicht so unangenehm, also gar nicht so unpraktisch. Da starten wir mal an. Er schnurrt auch sehr gleichmäßig. Und bei dem Fahrzeug müssen wir fast einmal auf die Rücksitzbank auch schauen. Ich hoffe, da kann man einsteigen. Ja, das geht. Da hat man einen guten Ausblick. Ja, nachdem hier keine Kopfstütze im Weg ist, sieht man gut rundherum. Hier auch das Dach, alles aus Holz. Also der ganze Aufbau im Prinzip ist ein Holzaufbau. Da muss ein bisschen aufpassen wegen Holzwürmer. Und die Frage ist, ob man das auch pflegen musste damals. Also ob man da auch mal abschleifen musste oder irgendwas ja, nachbeizen oder sowas. Keine Ahnung. Also ich weiß nicht, wie die früher ihre Fahrzeuge behandelt haben.
Und Brandgefahr? Kann es sein, dass ein bisschen Brandgefahr besteht? Ja, ich weiß nicht so recht. So, ja, ein ganz spannendes Vehikel, optisch auch sehr schön. Also es ist ein 1946er Ford Super Deluxe Station Wagon. Ja, das Familienfahrzeug. Ja, das war's hier vom Forza Vista, von diesem Vehikel. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Schweinenfund dann wieder. Pfiat euch. Tschüss, ciao, euer Bitwalker.